Wenn du wissen möchtest, ob du den Bubble-Effekt auch in einer kleinen Schale umsetzen kannst, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen in meiner Kreativmanufaktur. Ich bin's wieder, Rissanja, und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht's nochmal an den Bubble-Effekt. Genau. Also, ich habe ja damit schon zwei Coaster gegossen und es hat super gut funktioniert. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht geht es auch mit so einer kleinen 3D-Form. Also so eine Schale oder so. Ja, gesagt, getan. Mein Ergebnis seht ihr am Schluss. Und was ihr dabei beachten solltet, erfahrt ihr hier im Video. Bis gleich, ihr Lieben. Was benötigst du alles, um selber so eine Bubble-Schale herzustellen? Deine Atemschutzmaske, Nitrilhandschuhe, eine Silikonmatte zur Unterlage, eine Waage zum Abwiegen, Becher und Spatel zum Anrühren, dein Harzsystem, ich habe hier das Epodex Pro System genommen, dein UV-Harzsystem von Pixie Grafting, dein schwarzes Pigment, dein Chameleon Flakes in der Farbe deiner Wahl, Pinsel und natürlich die passenden Silikonformen dazu. So, jetzt fange ich an, erstmal das Muster, also sprich die Bubbles drauf zu machen mit UV-Harz. Also, ich habe jetzt mich hier für ein ganz einfaches Muster entschieden. Ich mache jetzt einfach mal so unterschiedliche Blasen damit drauf. Also es sollen ja nachher aussehen wie Blasen. Genau, die härte ich dann aus und mache den Boden quasi von der Schale komplett so. Und dann habe ich gedacht, die Seiten, das mache ich wie so ein Dripcake. Also sagt euch das was? Also ich lasse quasi, so wie am Kuchen, die Schokolade an der Seite runterläuft, so mache ich das hier mit dem UV-Harz. Also ich mache einen Tropfen oben ran, lasse den runterlaufen und härte den dann aus. Weil ich wollte, dass es nachher so aussieht, wie wenn da Tropfen runtergelaufen sind. So, das habe ich euch auch mal schneller laufen lassen, das hat ein bisschen gedauert. Aber ihr seht ja im Prinzip, wie es funktioniert. Und das seid ihr auch völlig frei, gell? Ihr könnt da also ganz unterschiedliche Muster mit dem UV-Harz reinmalen, das aushärten und dann kommt quasi das Chameleon-Pigment dazu. Ich nehme da super gern die Chameleon Flakes. Ich mag das Glitzerige, das Weiche, das Leichte da davon und ihr werdet auch sehen, das ist echt wieder ein tolles Ergebnis. So, dann kommen meine Flakes zum Einsatz. Ich habe mich wieder für zwei Farben entschieden. Und mache da erstmal so ein bisschen was drauf. So. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich meinen Silikonpinsel genommen habe. Den wollte ich dazu nicht nehmen. Ja, so Sachen passieren halt, wenn man so viel Pinsel rumfahren hat, dann passiert es halt auch. Und jetzt nehme ich die zweite Farbe. Und da habe ich mich für ein Kupfer entschieden. Und ja, ich finde das irgendwie eine total schöne Kombi. Genau, jetzt mache ich da erstmal ein bisschen die Oberfläche mit voll. Upsala. Und pinsel jetzt quasi meine Form komplett aus damit. Also ihr seht, ich lasse das auch so richtig nach hinten unten fallen und an den Seiten. Und auch das habe ich euch natürlich wieder schneller laufen lassen. Das braucht auch so ein bisschen die Zeit. Alles, was drüber ist, habe ich dann quasi rausgeklopft. Und dann seht ihr an der Seite, ich habe schon ein bisschen schwarzes Harz angerührt. Und das gieße ich jetzt auf. Auch wieder schön langsam, damit es überall hinfließen kann. Am besten ihr nehmt ein gutes Harz, wo gut selbstentlüftend ist. Und dann gibt es auch ja, gar keine Probleme. So, das einzige Problem war, dass ich warten musste bis zum nächsten Tag. Oh, und ihr dürft es direkt sehen. So, aber ihr seht, ich bin sehr, sehr früh dran. Also die Schale war noch etwas weich. Ich hätte vielleicht noch 2-3 Stunden warten sollen, aber ich konnte es nicht abwarten. Also, ich musste ein bisschen kämpfen, so 3D-Formen sind ja immer nicht so einfach. Und ihr seht auch, das ist alles noch ein bisschen biegsam, aber mit ganz viel Gefühl klappt es auch, dass es rausgeht. So.
Ja, müsst ihr bei solchen Formen auch immer kämpfen oder geht es nur mir so? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Ich glaube, da muss einfach nur einmal Luft reinkommen, dass sie es ablöst, so wie jetzt. Und zack, tada, da haben wir sie. So, und jetzt schaut mal. So, sieht das nicht toll aus? Ich habe hier gleich noch ein Foto für euch und ich bin mega gespannt, ob ihr das auch so gelöst hättet und was ihr da dazu sagt. Ja, was sagt ihr dazu? Also voll cool, dass das so geklappt hat. Ja, ihr seht, man muss aufpassen, dass das UV-Harz gut ausgehärtet ist. Und das ist eigentlich das einzige Thema, was man wirklich beachten muss. Ich bin super gespannt auf eure Kommentare. Und ja, schreibt es unten mal rein. Lasst dabei doch mal ein Abo da und macht das Glöckchen an. Dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche Samstag wieder mit einem neuen spannenden Tutorial. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne und kreative Woche.